Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Für mich beginnt jetzt die zweite Woche, denn ich habe wieder mit der Oldschool Diet begonnen. Mein Ziel ist diesmal, in Form zu kommen, nicht für den Wettkampf, sondern für die FIBO. Viele von euch haben mich in den Kommentaren gefragt, Johannes, wir würden dich so gerne mal in der gleichen Form wie beim Wettkampf auf der FIBO erleben. Und da habe ich mir gedacht, die FIBO ist genau der richtige Zeitpunkt, um euch zu treffen, um so viele wie möglich von euch zu treffen. All die Abonnenten, Follower, die hinter den ganzen Zahlen stehen, einfach mal ein Gesicht dazu zu sehen. Denn anders als bei einem Bodybuilding-Wettkampf habe ich ja jetzt die Chance, viel, viel mehr von euch zu treffen und euch Rede und Antwort zu stehen. Oder ein Selfie machen und ein Posing-Bild gemeinsam und ein Handshake wird die Zeit auf jeden Fall reichen. Ingwer, Reis, Brokkoli, achso, und Hühnchen. Der Unterschied zu den sonstigen Diäten ist, diesmal bin ich schon in einer richtig, richtig guten Ausgangsform. Das heißt, im Prinzip muss ich es jetzt schaffen, das Gewicht nur ganz, ganz langsam abzusenken und auf keinen Fall Muskelsubstanz zu verlieren. Ähnlich wie am Ende der letzten Oldschool Diet. Aber die Ausgangsposition ist eine komplett andere. Ist für mich auch Neuland. Es wird interessant. Vielleicht kann ich sogar noch ein bisschen Muskeln aufbauen. Wer weiß. Mein Ziel für die diesjährige FIBO ist definitiv die perfekte Mischung aus Härte, also Muskeldefinition und Masse, Muskelfülle zu bringen. Da wollen wir mal schauen, ob uns das gelingt. Hey, 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 wir haben den Formcheck schon hinter uns, die Sichtung mit Benny. Jetzt sind wir mitten im Schultertraining. Ich hustle auch schon die Insta-Story voll. Ja, Hashtag metaboler Stress. Wir sind bei der zweiten Übung angekommen und natürlich halten wir auch dieses Video mit der Kamera für euch fest. Du bist mit deinem nächsten Satz dran. Ja. Action, komm ran. Jetzt wird es langsam anstrengend. Zwei, jawohl, prima. Push. Push. Und weiter. Stretch unten, sieben. Gleich wieder hoch, genau. Und acht. Und weiter, komm. Push. Eins. Und die zwei. Ja, prima. Kannst du einen machen. Einen darfst du noch. Ah, der Pump ist deutlich zu sehen. Immer noch schön leichter Wasserfilm unter der Haut. Aber das ist für die Zeit, für den Zeitpunkt, das ist genau richtig. Denn mein Ziel ist es ja, die Substanz zu halten bis zur FIBO. Letzte Woche war ich mit den Kalorien relativ niedrig. Bin ich bei 3000 sogar eingestiegen und habe dann am Ende der Woche gemerkt, ich werde zu flach, ich verliere zu schnell an Gewicht. Könnt ihr in dem vorherigen Blog sehen. Und habe dann am Sonntag einen kleinen Refeed gemacht und war dann bei ungefähr 6000 Kalorien. Und habe jetzt weiter mit 3000 weitergemacht. Und ich merke richtig, wie der von Mal zu Mal trockener wird und eine bessere Form bekommt. Also, da wir noch 8 Wochen haben, genug essen. Sonst gehen die Muskeln ruckizucki weg. Ich mache mal ein bisschen Training zwischendurch. Komm weiter, zieh. Eins. Und zwei. Wir sind fertig mit unserem Schultertraining, haben das Ganze natürlich auf Video festgehalten. Und er muss jetzt noch seinen Oberkörperrest machen. Und er trainiert nach dem Oldschool-Diet-Trainingsplan. Ich habe ein Vierersplit gerade hinter mir und mache jetzt noch Trizeps nach dem Schultertraining. Ich hoffe, man kann es sehen. An dich mal die Frage, wie geht's dir denn jetzt eigentlich, nachdem du öffentlich verkündet hast, dass du einen Wettkampf machen wirst? Das ist ja ein gewisser Druck, der sich jetzt aufbaut. Ein positiver. Ist es positiv? Ja, vor allen Dingen, dass man dranbleibt. So könnte man aufhören. Aber für dich ist das ein positiver Druck und positiver Stress, ne? Genau, ja. Na, dann bin ich mal gespannt, wie du das umgesetzt bekommst. Ja, ihr werdet ja noch weiterhin von ihm hören oder sehen. Denn jetzt gibt es kein Zurück mehr. Guten Morgen, Sportsfreunde. Ich habe mich gerade gewogen. Mein Gewicht ist abgestürzt auf 124,6. Ihr erinnert euch, begonnen habe ich mit der Diät wieder mit 128,1. Gestern auf heute um die 1,5 Kilo verloren. Das ist ganz schön viel. Also ich bin auf jeden Fall gewappnet. Hab gestern Abend sogar schon ein bisschen mehr Eiweiß, ein bisschen mehr Hühnchen gegessen, weil ich gemerkt habe, oh, der Körper schreit irgendwie nach mehr. Und ich habe meinen Körper in der letzten Wettkampfvorbereitung, der Diät, so gut kennengelernt, dass ich ihn immer besser einschätzen kann. Ne? Und
Hier gibt es jetzt erstmal meine sogenannten Greens, obwohl das ein wirklich gutes Produkt ist, das man nebenbei bemerkt, ich habe es im letzten Video schon mal erwähnt, mit Vitamin D plus K und Omega-3-Fischöl. Ihr findet alle Sachen, die ich nutze, insbesondere die, findet ihr unten in der Beschreibung. Ansonsten gibt es hier, wie gewohnt, meinen Haferflockenkuchen. Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass da sogar noch Blaubeeren drin sind. Ja, eigentlich gibt es hier in der Ozu-Diet keine anderen Lebensmittel und schon gar kein Obst. Aber ich gönne mir noch diesen Luxus. Warum? Weil es verdammt gut funktioniert trotzdem noch. Und ich ja dann zu viel, wohin die letzten Wochen, immer noch irgendwas streichen kann. Dazu natürlich ein Stück frischen Ingwer. Was ist denn das hier? Bist du der einzige Hund auf der Welt, der sein Tartar nicht möchte? Das gibt's auch gar nicht. Nee, der hat jetzt die ganzen Möhrchen rausgesucht. Da sind keine Möhrchen mehr drin. Und Fleisch willst du? Aber am liebsten schleppt sie ihren Schälchen erstmal durch die halbe Küche. Oder schmeißt super gerne ihr Essen durch die Gegend. Und dann rennt sie hinterher und freut sich. Das ist ein vegetarischer Hund. Oder vielleicht sogar vegan. Guck mal, Mutti, siehst du den Futti? Lecker, guck mal. Guck mal. Yummy, yummy. So, Sportsfreunde, hier kommen Beauty-Tipps mit Johannes Lukas. Warum, wieso und weshalb ich angefangen habe, mir die Wimpern zu färben oder färben zu lassen, das erzähle ich euch gleich, wenn sie wieder schön hübsch sind. Und ist er wieder hübsch. Die Kunst ist, das Ganze nicht zu künstlich aussehen zu lassen. Ne? Das wäre es echt. Das ist der Trick. Ich habe damals vor mindestens 15 Jahren Kohlen gefahren. Also so Kohlensäcke durch die Gegend geschleppt, die Kohlen in den Keller abgesackt. Und immer wenn ich fertig war von der Arbeit, war ich duschen. Und dann blieb immer noch ein bisschen Staub von diesem feinen Kohlenstaub in meinen Augenbrauen und Wimpern. Und es war zwar erstmal befremdlich, aber ich musste feststellen, dass es doch recht gut aussieht. Irgendwann war ich dann mal bei der Kosmetik und habe mich überreden lassen, meine Augenbrauen mal ganz leicht so in den Braun zu färben. Ja, denn ich bin ja eigentlich blond. Und das verleiht dem Gesicht doch irgendwie mehr an was auch immer, an Charakter, wie auch immer man das nennen mag. Sieht auf jeden Fall besser aus. Und man muss ja auch Schmuck sein, ne? Für Instagram, Snapchat und YouTube, Social Media. Muss ja irgendwie mithalten. Ne? Muss ja alle Möglichkeiten nutzen. Es gibt Mittag, und zwar die zweite Mahlzeit. Und was ich noch sagen wollte, ich habe pro Kohlensack damals eine Mark oder nachher, das ist fast schon 20 Jahre her, und nachher 50 Cent gekriegt. Und da war ich immer froh, wenn wir mindestens 200 Sack hatten, weil könnt ihr euch ausrechnen, mal 200 Mark oder 100 Euro, das war für einen Tag Arbeit, war das richtig viel Geld und vor allem in meiner Ausbildung oder kurz danach. Aber da hast du dir genau überlegt, wofür du dein Geld ausgibst. Wenn du in eine Tanke fährst und für 50 Euro Sprit tankst, dann tut dir das echt in der Seele weh. Da geht es uns heute Gott sei Dank besser. So, ein bisschen Salz rüber. Hühnchen, Reis, Brokkoli. Schmeckt. Ich habe mein Hühnchen gerade übrigens ungewürzt, weil momentan habe ich gerade keinen Bock. Mir schmeckt das so pur irgendwie richtig gut. Ja. Könnte mich für verrückt erklären, aber ich finde es geil. Ich bin auf dem Weg ins Beintraining und mir geht ein bisschen der Stift. Warum? Es gibt so viel zu tun, hohes Volumen. Und da hat man mitunter, ja, wie geht's euch? Ist es bei euch auch so? Angst vor der Anstrengung? Angst vor den Lasten? Wisst ihr, wovor ich am meisten Angst habe? Vor der guten alten Kniebeuge. Es ist keine Angst, es ist vielmehr, sagen wir mal, Respekt. Ja, weil es ist so eine Übung, die man einfach schnell verlernt und die man häufig ausführen sollte. Ruhig zweimal pro Woche. Einfach um die motorischen Fähigkeiten, intramuskuläre Koordination beizubehalten. Ganz wichtig, immer schön voll aufwärmen und geschmeidig machen. Das Schicksal hat uns heute zusammengeführt. Ja, bei dir ist auch Beintraining dran. Genau. Haben wir uns entschlossen, zusammen zu machen. Jo. Weil geteiltes Leid. Ja, das ist halbes Leid. Halbes Leid zum Glück, ja, auf jeden Fall. Ja. Und die Beine, die sind auch dick gleich. Gleich. Aber, komm mal. Yes.
da ich meine Adduktoren noch verbessern will, sitze ich hier an dieser Maschine und trainiere sie isoliert. Und nachdem wir uns in den zwei Isolationsübungen ein bisschen erholen konnten, geht es jetzt nochmal Vollgas weiter. Die Beine sind schon so brutal aufgepumpt. Wir machen jetzt noch ein kleines Wadenmassaker. Beinpresse, Wadenheben im Wechsel mit Wadenheben im Sitzen. Hört sich nach Spaß an. Ja. Hallo Sportsfreunde, da sind wir wieder. Es ist Sonntagnachmittag, ich komme gerade frisch aus dem Gym. Wir haben die Kalorien im Laufe der Woche wieder hochgefahren, weil wir gesehen haben, es geht viel zu schnell. Ich werde zu schnell hart. Hashtag Luxusproblem. Und ich will auf keinen Fall auf halber Strecke verhungern, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn dann gehen wieder kostbare Muskelflöten. Heute klassischer Refeed, das kennt ihr schon aus den letzten Videos, der uns gedeiht. Joghurt, Blaubeeren und Vanillekasein mit dabei. Ansonsten sind wir voll eingespannt in das neue geheime Projekt. Wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt und eventuell auch Frühbucherrabatte sichern wollt, dann tut es jetzt. Link mache ich unten rein in die Beschreibung. Sonst passiert ja nicht viel außer Training, Essen, Schlafen, Arbeiten. Ihr kennt das Prozedere. Wenn irgendwas Spannendes passiert, habe ich natürlich die Kamera immer mit dabei und halte euch auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.